Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in der Folge geht es mal ein bisschen um unsere Katzenlady. Ja, richtig gelesen. Die Katzenlady zieht jetzt hierher in diese Wohngegend, ist unser nächster Bewohner hier und ihr Häuschen siehst du schon vor uns. Naja, was heißt vor uns? Das ist hier wie immer nur ein bisschen der Vorbau. Also die Blockfarbe ist nicht genau die, die du jetzt hier siehst. Die wird sich ein bisschen ändern. Ne, ihr wisst ja, wird ja hier am Ende wieder weggebrannt, hier der Vorbau. Ich habe mich bei ihrem Haus ein bisschen auf aktuellen Folgen bezogen, besonders auf eine, die blende ich dir mal ein. Kannst du dir natürlich gerne angucken, erfährst auch ein bisschen was um unsere Katzenlady. Die Folge drehte sich hauptsächlich ein bisschen um sie, aber auch um Marge und Lisa und Homer und so, was die da in dieser Folge so wieder Krasses erlebten. Da musst du dir die Folge einfach mal angucken, weil Spoiler möchte ich nicht unbedingt. Und bevor jetzt einer fragt, Hotdog, wo kann man sich denn diese ganzen Simpsons-Folgen angucken? Relativ einfach gesagt, entweder ihr guckt sie euch auf YouTube an, da gibt es sie einmal, wenn ihr dafür bezahlt, oder auch umsonst, weil viele laden es illegal hoch und dann könnt ihr sie euch da auch angucken auf YouTube. Und falls da die Folgen nicht erhältlich sind, ne, die man sich da angucken kann, gibt es auch immer noch die Stream-Seiten, wo man sich die da angucken kann. Das bevorzuge ich meistens immer zum Gucken, weil da kann ich dann immer schön spulen und gucken und aufnehmen und zack. Und dann habe ich meine Folgen immer alle parat auf dem Rechner und kann mir da jede Szene nochmal angucken. Ja, das ist dann also das Häuschen aus den aktuellen Folgen des Simpsons. Wir können hier nochmal so einen kleinen Guckvergleich machen. Hier ist das aus den Folgen und hier ist das aus der Spiele-App. Und da muss man dann immer so ein bisschen so gucken, ein bisschen was von dem Gebäude und dem Gebäude nehmen. Und am Ende hat man dann so das originale Gebäude von den Simpsons hier, sagen wir mal von der Katzenlady, wie man sich das so ein bisschen hinbasteln kann. Ich dachte mir, wir basteln uns das hier gleich neben Professor Frank. Der freut sich bestimmt über Nachbarschaft, besonders über unsere Katzenlady. Und für den Start holen wir uns mal, würde ich mal sagen, weiße Keramik raus. Tropenholztreppen, davon nochmal die Stufe. Dann holen wir uns abgezogenes Eichenholz raus. Für die Tür empfehle ich mal einfach eine Tropenbaumtür. Für unsere Fenster würde ich mal sagen, türkises Glas. Aber da kannst du auch kein hellblaues Glas nehmen. Nee, da sind ja die Geschmäcker immer verschieden. Dann denke ich mal, holen wir uns auch Tropenbauzaun raus, denn Schwarzeichenholztreppe und Schwarzeichenholzstufe. Wenn du alles zusammen hast, würde ich sagen, legen wir erstmal los mit der weißen Keramik. Bevor wir aber gleich loslegen, hier unseren Grundriss zu ziehen, müssen wir so ein bisschen erstmal noch rausfinden, wie weit, sag ich mal, wir das Häuschen von der Straße so etwa platzieren möchten. Das ist dann immer so augenmaßmäßig. Ich habe jetzt hier, was habe ich hier genommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, so 14 Blöcke weg von der Straße, vielleicht auch 15 Blöcke oder so. Ne? Aber so 14, 15 Blöcke Entfernung von der Straße sollte das Häuschen haben. Und weil du schon einen Zaun hast an der Seite, würde ich dir raten, mach so einen Abstand von 6 Blöcken oder 5 Blöcke. Kannst du hier ruhig an der Seite machen. Ich habe jetzt hier, was habe ich jetzt hier genommen? 5 Blöcke hier von der Seite. Ne, also so ein kleiner Abstand soll schon sein zum Zaun. Ja, wenn wir dann so ein bisschen das Maß haben, wo wir das Ganze platzieren möchten, ziehen wir uns jetzt erstmal mit der weißen Keramik eine gerade Reihe lang von der Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 22 weiße Keramikblöcke ziehen wir erstmal gerade lang. Dann gehen wir einfach mal an irgendeine Seite und da ziehen wir jetzt noch nach hinten weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke setzen wir hinten ran. Insgesamt haben wir dann 11 Blöcke an der Seite. So, andere Seite auch nochmal 10 Blöcke lang ziehen. Und die Rückseite können wir dann miteinander noch verbinden. Ja, dann haben wir schon mal unseren Grundriss fertig gezogen. Jetzt wollen wir ihn noch ein bisschen in die Höhe ziehen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir denn hier 5 Blöcke. Haben wir denn unseren Grundriss auf 5 Blöcke insgesamt hochgezogen? Fangen wir jetzt an den Seiten unseres Hauses an, schon ein bisschen so den Vorbau für unser Dach zu ziehen. Wir lassen an der Seite jetzt einen Block frei, setzen dann hier eine weitere Ebene hin. Danach lassen wir jetzt immer 2 Blöcke an den Seiten frei. So, das erste Mal und dann hier das zweite Mal und zack, haben wir oben schon einen Block hingesetzt. So, andere Seite wollen wir es auch nochmal machen. Also wir lassen an der Seite einen Block frei, setzen hier eine Ebene hin, 2 Blöcke dann jetzt hier an der Seite freilassen, zack, Ebene hin und oben in der Mitte noch einen hinsetzen und fertig sind wir hier. Der nächste Schritt, den wir machen, ist jetzt schon mal ein paar Fenster reinhauen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auf der Vorderseite an.
Ich lasse jetzt mir jetzt hier, würde ich mal sagen, auf der vorderen Seite, hier auf der linken Seite, zwei Blöcke einfach meiner Seite Platz, schlag mir denn hier drei Blöcke weg. Das Ganze mache ich dann auch auf eine Dreierhöhe, also so ein 3x3 Fenster machen wir. Das Maß wird sich nicht ändern bei unseren ganzen Fenster. Jetzt gehen wir weiter nach rechts, da würde ich sagen, lassen wir zwei Blöcke Platz, dann schlage ich mich hier wieder drei Blöcke weg, mache hier auch erstmal so ein 3x3 großes Fenster hin. Unten schlage ich mir jetzt aber noch die drei Blöcke weg, weil das wird an sich ja unsere Eingangstür werden. Jetzt gehe ich wieder nach rechts, zwei Blöcke wieder Platz lassen. Wieder mache ich mir hier so ein 3x3 großes Fenster rein. Dann gehe ich nochmal nach rechts, lasse mir jetzt aber 1, 2, 3 Blöcke Platz und schlage mir hier auch wieder ein 3x3 großes Fenster rein. So, dann haben wir die Vorderseite schon so ein bisschen fertig. Jetzt gehe ich mal auf die linke Seite unseres Hauses. Ich lasse mir jetzt hier an den Seiten einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz und kann mir hier dann auch wieder ein 3x3 großes Fenster machen. Und auf der anderen Seite sollten wir dann auch noch 4 Blöcke haben. So, dann haben wir schon mal die Fenster und die Tür so ein bisschen schon reingehauen. Jetzt wollen wir die natürlich auch noch reinsetzen. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den Fenstern an. Alle Fenster werden gleich bestückt. Wir fangen jetzt erstmal an, dass wir die Tropenholztreppen erstmal an den Seiten platzieren. Wir machen jetzt zwei unten an den Seiten einfach normal hin. Und oben an der Ecke machen wir so eine umgedrehte hin. Auf der anderen Seite machen wir es genau spiegelverkehrt. So, und in der Mitte setzen wir dann immer als Verbindungsstück nochmal die Stufen an. Und alle Fenster sind genau gleich bestückt. Also wir machen hier einfach mal zwei Treppen normal unten hin und oben eine umgedrehte und in der Mitte halt die Stufen. Wenn wir die Fenster dann soweit haben, geht es weiter mit der Tür. Da nehmen wir jetzt erstmal unser abgezogenes Eichenholzhand. Das platzieren wir einfach mal an den Seiten unserer Tür hin. Oben würde ich auch nochmal einen Block davon empfehlen. Darunter setzen wir dann einfach eine Tropenholztreppe, eine umgedrehte natürlich. Und dann können wir schon unsere Tür reinsetzen. So, wenn wir das dann soweit haben, nehmen wir wieder erstmal unsere Glasblöcke zur Hand und die platzieren wir jetzt einfach mal genau glatt hinter unserem Fenster hin. Weiter geht's dann, würde ich mal sagen, erstmal mit unserem Tropenbauzaun. Da würde ich mal sagen, fangen wir vorne auf der Seite hier bei unserer Tür an. Wir ziehen jetzt einfach mal nach vorne weg. 1, 2, 3, 4. Ab dem vierten Block können wir hier schon mal unseren Zaun hinsetzen. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 4 mal Bauzaun. Also 1, 2, 3 und 4. Wenn wir dann den Zaun platziert haben, nehmen wir nochmal unsere Tropenholzstufen zur Hand. Die setzen wir jetzt einfach mal hier auf der gleichen Ebene, wo unser Zaun ist, hier einfach mal zur Wand hin. So irgendwie. Und wenn wir das denn haben, würde ich mal sagen, platzieren wir an den Seiten einfach mal schwarz Eichenholztreppen. Die können wir dann auch bis nach vorne einmal ziehen. Hier in der Mitte vorne, würde ich mal sagen, platzieren wir eine Tropenholztreppe einfach mal umgedreht. Und obendrauf setze ich mir einfach mal, aber nicht hier auf unser Mauerwerk, sondern einfach nur hier oben drauf auf den Vorbau noch ein paar Stufen, und zwar die Schwarzeichenholz davon. Und wenn wir schon mal beim Schwarzeichenholz sind, das wollen wir jetzt gleich hier mal für unser Dach verwenden. Da würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal hier an der Seite an. Wir setzen jetzt einfach mal hier einfach mal eine normale Stufe hier vorne hin. Denn immer bei so einem Übergang machen wir hier eine Treppe hin, das heißt hier vorne glatt eine Stufe, Übergang, Treppe, Stufe, Treppe und ganz oben eine Stufe. So, gleich und sieht geht dann runter natürlich, hier immer bei diesem Übergang machen wir dann einfach mal die Treppen hin und hier immer auch in den glatten Stellen kommen die Stufen hin. Damit es natürlich einmal fest in unserem Kopf drin sitzt, machen wir nochmal gemeinsam auf der anderen Seite. Also erstmal hier die Treppen, überall am Übergang, vielleicht ist das immer ein bisschen übersichtlicher, machen wir die Treppen hin. Und immer hier an den geraden Stellen setzen wir einfach mal unsere Stufen hin, also Treppen beim Übergang und Stufen auf der glatten Stelle. Wenn wir das dann soweit haben, würde ich mal sagen, verbinden wir einfach mal das Dach miteinander auf beiden Seiten. Ich war gleich schon mal so frech und habe mir das Dach an den Seiten überstehen lassen. Also wir wollen ja auch, dass es ein bisschen übersteht, sonst sieht das immer so glatt abgeschnitten aus. Aber so kann man es ja nicht immer lassen, ne? Also wenn das so übersteht, sieht das ja schon mal ein bisschen besser aus. Aber das kann man immer noch ein bisschen toppen. Und zwar, das Dach sieht so ein bisschen brüchig aus, ne? Hier mal an diesen dünnen Stellen, da wollen wir das ein bisschen verdicken. Und zwar, da setzen wir einfach immer noch eine Stufe hin. Einfach darunter, damit das doch ein bisschen dicker wirkt. So, das machen wir einfach überall einmal. Und dann sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus. Zum Vergleich gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Und das sieht natürlich noch nicht so toll aus, ne? Also das heißt denn auch hier auf der anderen Seite setzen wir überall hier unter unseren brüchigen Stellen nochmal ein paar Stufen zur Verstärkung rein. Und dann ist das Dach hier eigentlich schon fast tüffig, ne? Also fast fertig, aber uns fällt ja was auf, ne? Hier vorne beim Eingang haben wir hier noch so ein paar offene Stellen. Was kann man denn da machen? Man könnte sagen, wir machen jetzt die Treppe einfach so, dass sie sich aneckt, hier an der Wand, aber das sieht immer noch doof aus, finde ich, wegen diesem kleinen Übergang.
Da sparen wir uns einfach eine Treppe und setzen dann hier hinten einfach mal ein paar Blöcke hin. Jetzt wollen wir das Dach noch ein bisschen auf der Vorderseite überstehen lassen, aber nicht komplett. Das hat, sage ich mal, jetzt hier vorne bei unserem kleinen Vorbau, jetzt hier an der Seite, würde ich mal sagen, setzen wir jetzt hier auf der linken Seite komplett einfach bis hinten ran hier. So einen kleinen Vorsatz. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ziehen wir das Ganze, sage ich mal, jetzt erstmal hier bis zum Fenster. Und dann würde ich mal sagen, noch zwei weitere Stufen ransetzen und dann reicht uns das Ganze auch hier. Und dann würde ich sagen, können wir auch erstmal das Blockmaterial wegtun und wieder an unsere Kiste rangehen. So, um weiterzubauen, würde ich mal sagen, holen wir uns einfach mal steinzige Mauern raus. Einen Schmelzofen, eine Bruchsteinmauer. Eisengitter holen wir uns raus, einen Ziegelblock, dann polierte Andesitstufen, Fichtenholztreppe, Fichtenholzstufe und einen Steinschalter. Wenn wir da alles wieder zusammen haben, würde ich sagen, legen wir los erstmal mit der Steinziegelmauer. Wir beginnen auf der Vorderseite unseres Häuschens. Wir wollen hier so ein kleines, ja, würde man sagen, Regenrohr uns hier platzieren. Ich fliege jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite bei unseren zwei Fenster hin. Die haben ja, sag ich mal, hier so drei Blöcke, die trennen sie ja, ne? Da haben wir eine schöne Mitte, da setzen wir einfach mal das Regenrohr hier einfach mal so rein in der Mitte. Dann nehmen wir einfach mal den Schmelzofen zur Hand. Und zwar hat unsere Katzenlady ja vorne drei Fenster. Und bei einem Fenster befindet sich eine Klimaanlage, die würde ich mir gerne jetzt hier vorne reinsetzen. Da setze ich mal einfach mal zwei Schmelzofen hin. Da vorne nochmal zwei Schmelzofen. Dann haben wir hier unsere kleine Klimaanlage schon mal reingebaut. Ich würde sagen, wir bleiben auch erstmal noch ein bisschen bei unserem Schmelzofen. Den brauchen wir jetzt ein bisschen für unser Dach, denn wir wollen da oben noch eine Antenne uns raufbasteln und einen kleinen Schornstein. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier auf der linken Seite an von unserem Dach. Ja, können wir das Dach ruhig nehmen. Wir fliegen ganz oben hin. Wir hatten ja oben, sag ich mal, eine Stufe, an der Seite eine Treppe und noch eine Stufe. Bei dieser Ebene beginnen wir einfach mal. Wir zählen jetzt einfach mal von der Seite hier 1, 2, 3 Stufen. Ab der vierten Stufe können wir jetzt, sag mal, die hier weghauen, einen Schmelzofen unten hinsetzen und dann setze ich mir darauf, würde mal sagen, eine Mauer hin. Ja, eine Mauer sollte reichen, setzen wir uns einfach mal darauf. Dann fliegen wir, würde ich mal sagen, hier auf der Vorderseite bei unserem mittleren Fenster einfach mal hier hin. Wir richten uns auch von der Mitte so ein bisschen von unserem Fenster aus, dann nehmen wir das Maß und gehen hier mal bis ganz nach oben hin. Und hier ganz oben schlagen wir mal die eine Mauer weg. Da setzen wir einfach mal einen Schmelzofen mit der Rückseite so nach vorne. Und wenn wir das haben, können wir darauf dann, würde ich mal sagen, zweimal Eisengitter platzieren. Ab der zweiten Ebene setzen wir vorne wie hinten nochmal ein paar Eisengitter an. Dann machen wir hier noch ein bisschen zur Seite weg, damit das halt so eine kleine Antenne ist, damit wir auch ein Fernsehprogramm denn hier haben bei der Katzenlady. Die soll ja nicht einfach nur so in der Bude sitzen. Nee, die kann ja auch Fernsehen gucken und alles. Ich glaube, den kleinen Schornstein hier, den mache ich doch noch ein bisschen größer. Hier auf zwei Mauerstücke insgesamt. Ja, und dann haben wir hier schon mal das so ein bisschen alles hier schon mal eingerichtet für sie. Aber sie hat sogar noch einen richtigen Kamin im Haus. Von daher fliegen wir mal auf die rechte Seite unseres Häuschens hin. Da würde ich mal sagen, suche ich mir hier einfach mal so ein bisschen die Mitte raus. Immer relativ schnell gefunden. Wir haben jetzt hier fünf Blöcke auf der Seite, fünf Blöcke auf der Seite. Dann haben wir hier schon mal die Mitte. Da ziehe ich mir das Ganze einfach mal bis nach oben weg. Da würde ich mal sagen, lassen wir das Ganze so... Ja, zwei Blöcke hier so ein bisschen überstehen. Dann mache ich mir das, würde ich mal sagen, nochmal auf eine Zweier Dicke ein bisschen. Setze ich mir die zweite Ebene auf der Rückseite von unserem Haus einfach mal ran. Und dann will ich noch unten auf der Vorder- und Rückseite von unserem Schornstein noch zwei weitere Blöcke platzieren. Da setze ich mir dann polierte Andesitstufen einfach mal hin und ganz oben drauf auch nochmal zwei Andesitstufen. Und dann ist unser Kamin hier auch schon fertig. Jetzt schnappen wir uns mal unseren Steinschalter. Das ist einfach mal unsere Klinge. Die würde ich mir hier gerne vorne platzieren. Wo machen wir sie hin? Ich mache sie jetzt einfach mal auf der Seite hier einfach mal hin. Ja, und dann bleibt am Ende ja auch nur noch das Fichtenholz übrig, also unsere Treppen und Stufen. Wofür ist das Ganze gedacht? Und zwar die Katzenlady, die hat ja, sage ich mal, in der Spiele-App mehr so ein orangenes Dach, aber in den Folgen der Simpsons ist es mehr so ein Holzdach mit verschiedenen Ziegeln, ne? Der hat einmal so ein bisschen dunkle und ein bisschen hellere. Jetzt kann man natürlich so sagen, jetzt mache ich mir immer so ein bisschen unterschiedlich ein bisschen was rein, ne? Also so, oder wie Kuhflecken mal gesagt, einfach mal hier so ein paar Punkte, hier Flächen halt immer mal ein bisschen austauschen mit unseren Fichtenholztreppen und Stufen kann man hier ein bisschen machen. Dauert vielleicht auch ein bisschen, solltet ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Guckt, wie es euch gefallen würde, wenn ihr euch das hier so ein bisschen verteilt. So ein bisschen kann man sich das Ganze dann auf dem Dach verteilen. Also wie so kleine Kuhflecken hier so ein bisschen so verteilt, kann man sich das Ganze auf dem Dach. Finde ich, sieht besser aus, als wenn man sich es komplett nur so dunkel lässt. Das kommt dann schon ein bisschen beim Original ein bisschen näher. Vielleicht werde ich noch ein bisschen dran schleifen. Auch wenn ich, sage ich mal, das Ganze mir einrichte. Vielleicht mache ich das Dach auch noch ein bisschen
noch ein bisschen Kuddelmuddela hier so, nee, zack, ein bisschen rein. Naja, muss man auch noch ein bisschen anpassen. Aber ansonsten so in der Art kann man sich das Ganze hier halt gestalten. Aber bevor wir jetzt uns, sage ich mal, hier noch ein neues Blockmatt rausholen, holen wir uns nochmal hier einfach mal vom Dach hier so eine schwarze Holztreppe raus. Und zwar, wir hatten ja hier so ein kleines Regenrohr gemacht. Das würde ich gerne auch mit dem Haus ein bisschen verbinden. Und zwar mal hier oben einfach die Stufe weg. Setz mir so eine umgedrehte Schwarzeichenholztreppe rein oder Fichtenholztreppe umgedreht. Nee, kommt drauf an, was jetzt da hingesetzt hast. Jedenfalls einfach nur umdrehen, damit das Ganze doch so ein bisschen logisch hier mit unserem Regenrohr verbunden ist. Ja, und dann sind wir eigentlich damit auch denn durch und können jetzt mal wieder gucken, was haben wir denn eigentlich noch alles hier in der Kiste. Ja, zum guten Schluss würde ich mal sagen, holen wir uns einmal Tropenbaumfalltüren raus. Dann einfach ein paar Eisengitter und noch ein paar Blätter. Ich empfehle euch jetzt einfach mal Eichenblätter. Wenn wir das denn haben, würde ich mal sagen, setzen wir uns erstmal die ganzen Tropenbaumfalltüren ran. Und zwar auf der Vorderseite habe ich es nur gesehen, dass, sage ich mal, die zwei Fenster neben unserer Haupttür die Falltüren einfach mal haben. Einfach mal das eine auf der linken und auf der rechten Seite. Bei dem anderen hier auf der rechten Seite, da war eigentlich nur die Klimaanlage zu sehen. Das Fenster, was wir auf der linken Seite gemacht haben, habe ich keinen Einblick gehabt. Das hatte ich mir aus der Spiele-App so ein bisschen entnommen, halt, dass da ein Fenster ist. Da kann man ja auch, wenn man möchte, gerne die Falltür machen. Aber ich glaube, ich verzichte drauf. Vielleicht setzen wir im Nachhinein noch welche ran. Muss man mal gucken, wie man sich's halt einrichtet. Ja, ansonsten haben wir noch die Eisengitter. Was macht man mit der Eisengitter? Und zwar hat die Katzenlady auf der Vorderseite auch jetzt hier da, wo wir nur die Falltüren uns platziert haben, noch ein paar, ja, ich weiß nicht, was das genau ist, jedenfalls ein paar Eisengitter vorm Fenster. Also sie ist ja nicht eingesperrt, das hat sie so als Dekoration da vorne dran. Leider gibt es die Eisengitter nur in dieser Farbe. Die Katzenlady hat mir so eine dunkleren Eisengitter davor. Vielleicht kommen ja noch irgendwann mal andere Eisengitter, aber ansonsten müssen wir erstmal die nehmen. Ja, und wenn wir das dann so ein bisschen platziert haben davor, haben wir ja noch die Eichenblätter. Die platzieren wir uns hier ein bisschen so vorm Haus. Da habe ich gesehen, dass die halt, sage ich mal, hier so ein bisschen noch ein Gestrüpp hat. Da muss man mal gucken, wie man sich die hier so ein bisschen platzieren möchte. Ich mache die jetzt einfach mal hier so vorne so ein bisschen hin, so willkürlich, so ein bisschen wild wuchernd. Die hatte ja auch einen sehr wilden Garten. Auch das Haus war sehr verwachsen. Da war überall Gestrüpp ein bisschen dran. Das werde ich mir noch so ein bisschen anpassen nennen, wenn ich es mir einrichte. Aber so ein bisschen kann man sich da ein paar Büsche noch vorne hin platzieren. Ich glaube, an den Seiten und auf der Rückseite des Hauses waren auch noch Büsche, aber da hat man, wie gesagt, keinen Einblick gehabt. Da kommt es dann darauf an, wie man sich das Ganze halt gestaltet. Genauso wie auf der Rückseite, wo machst du dir hier noch ein paar Fenster hin? Also kommt nur darauf an, wie du es dir halt einrichtest. Aber ich habe mir schon so kleine Gedanken gemacht, wie man es machen könnte, wenn man sich hier so reingeht. Also ihr kriegt da wirklich alles rein. Also ein Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad ist alles möglich, kriegt ihr rein. Also genug Platz ist hier drin. Das wirst du dann auch sehen bei der Tour und so, wenn ich das dann fertig habe. Das ist dann auch unten verlinkt, dann kannst du es dir gerne angucken. Ich vermute ganz stark halt gleich hier hinterm Eingang mache ich mir dann hier so das Wohnzimmer hin. Bei dem Fenster denke ich mal ganz stark kommt dann die Küche hin. Hier würde ich dann gerne das Schlafzimmer machen, so als kleine Andeutung schon mal, wie man sich es einrichten könnte. Und dann glaube ich, werde ich beim Schlafzimmer ran, also sage ich mal gleich denn hier auf der Rückseite irgendwie das Badezimmer ranbauen, also dass du halt vom Schlafzimmer auch ins Bad kommst. Aber da muss man mal gucken, wie man sich das halt hier so ein bisschen einrichtet. Aber an sich kriegst du ja alles rein, ist ein schönes Häuschen. Und dann kann man sich das natürlich noch anpassen mit den Fenstern hier auf der Rückseite und so, wie man sich das halt hier machen will. Da ist halt alles noch offen, ne? Wie es halt hier gestaltet werden könnte. Ja, ansonsten sind wir durch hier mit unserem Häuschen der guten alten Katzenlady. Und wer sich jetzt fragt, wie heißt denn die Katzenlady in echt? Ich habe hier einen Briefkasten schon mal hingemacht. Sie heißt, ich könnte sein, dass ich jetzt falsch ausspreche. Ne, das ist ein wirklich einzigartiger Name, finde ich. Eleanor Abernethy. Ich glaube, ich habe es aber richtig ausgesprochen, ne? Die gute alte Eleanor, ne, heißt sie und mit Nachname Abernethy. So heißt die gute alte Katzenlady, aber jeder spricht halt meistens mit der verrückten alten Katzenlady an. Wer weiß, woran das lag. Naja, jedenfalls, das ist so ihr Häuschen. Kleiner Mix aus Spiele-App und Folge der Simpsons. Und von innen drin werde ich mich, glaube ich, mehr auf die Folgen der Simpsons beziehen. Aber dazu komme ich dann auch, wenn ich es einrichte, dann zeige ich euch natürlich wie immer alle Bilder. Ja, aber ansonsten, was ist hier? Ich werde mich ranmachen, das Ganze einzurichten. Auch den Garten werde ich mir noch so ein bisschen gestalten noch. Ich glaube, ich werde ihn wild wuchern lassen. Da war ja auch ein bisschen ramponiert, der Garten. Konnte man ja sehen. Naja. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, stellen wir uns vor dem Häuschen Safety hin. Es ist fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und ja, würde ich sagen, hören wir oder sehen uns denn zur Tour. Also, haust rein und tschüss.
Rock, 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 rock.